ich bin eiskalt eingepennt hier, als das Video gerade am Hochladen war, wie immer, weil ich einfach völlig übermüdet bin. Und Marlene war aber wach, denn da standen scheinbar gerade mehrere Leute für mehrere Minuten. Das erklären wir genau morgen. Wir haben uns jetzt entschieden, nicht zu flüchten, sondern weiter zu schlafen. Wir haben Vertrauen in dieses Land. Gute Nacht. Jemand geleuchtet. Ja. Beim Upload eingepennt. Hey, filmt ihr das? Aber die sehen uns doch. Und dann habe ich so getan, als würde ich weiter schlafen. Und dann hat der eine sich eine Zigarette angezündet und so. Ja. Ihr müsst euch das vorstellen, auf diesem Dach liegen hier so zwei verpeilte Deutsche und hier steht eine Gruppe Leute, vielleicht junge Leute, die gefeiert haben oder so und rauchen und beobachten uns, während ich tatsächlich schlafe, komplett aufgedeckt, nur in Unterhose und Maschine so tut, als ob sie schläft und die stehen da und beobachten uns und die Frage ist natürlich, ist denen das egal, rufen die Polizei in der Zeit oder denken die, oh, wird schon passen. Marlene hier in der Ecke hat keine Brille auf, erkennt nichts, versteht nichts, was sie da genau machen, aber irgendwann gehen sie dann. Ja, und dann sind wir wach geworden und haben lange debattiert. Oder nee, ja, du hast mich geweckt. Wir sind wir. Wir sind wach geworden. Also es hat schon viel gebraucht. Ja. Und dann haben wir echt lange evaluiert und ich habe gesagt, eigentlich, weil halt der letzte Tag ist und wir halt abreisen müssen, wäre halt nicht so geil, wenn da jetzt noch was schief geht oder die Polizei kommt oder so. Und dann dachte ich aber, in der Hut, in der wir waren, ist das auch nochmal entspannter. Und wir haben eigentlich, glaube ich, aus Faulheit haben wir uns dagegen entschieden, weil wir lagen so gut. Wir hätten halt auch was gesagt. Jetzt. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich habe gestern schon gesagt, ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, wenn wir richtig aktiv wach gewesen wären. Weil da hätten vielleicht eher gesagt, hey, was macht ihr hier? Geht weg. Aber da wir geschlafen haben, die Japaner wollen ja Konflikte meiden. Ja, das Vertrauen in dieses wundervolle Land hat sich ausgezahlt. Es kam niemand, keiner was gesagt, keine Polizei. Einen echt guten Schlaf, auch wenn er kurz war. Und jetzt haben wir genau dort geschlafen, wo wir vor 28 Tagen eigentlich schlafen wollten, bis der Regen kam. Shima Kitazawa, oder wie es hier heißt, das ist schon ganz nice. Die Empfehlung geht raus. Das kannst du eigentlich keinem erzählen, Alter, dass auf die letzte Nacht hier noch so ein Shit passiert und hier eine Gruppe Leute einfach steht, während wir pennen. Oder ich penne und Berlin hat dann so getan, als ob sie pennt. Ein letztes Mal dieses geile Utensil hier zusammenrollen. Ich werde es auch nicht mit nach Deutschland nehmen. Das ist ja echt schon ranzig jetzt nach 30 Tagen. Das hat mir gut gedient. Wir machen uns Gedanken wegen dem Tor. Dabei fährt der Fahrstuhl hier einfach komplett bis hoch. Das ist ja echt albern. Da gibt es einfach einen Roof-Knopf. So, jetzt verschicke ich hier noch das Wi-Fi. Zu dem habe ich auf jeden Fall auch eine emotionale Verbindung aufgebaut, mach hier mal zu. Bahnhof Shimokitazawa, pack das hier mal ein. Alright. Die Serie Hannibal, ne? Der Typ, der isst doch die ganze Zeit. Der wird doch gespielt von Schmatz Schmickelsen, oder? Außerdem hat das Klo bis 24.30 Uhr auf. Das ist echt nice, das werde ich jetzt benutzen. Doch noch mal ein letztes Mal Shibuya, weil wir hier langfahren müssen. Und das Shibuya Crossing, da ist doch gar nicht so viel los. Was soll denn der ganze Bass immer? Fass, sagt man, glaube ich. Shinagawa Station, Alter, das ist auf jeden Fall hier richtig schön. Das Kassel-Wilhelmshöhe von Tokio. Das Kotzen von dem Bahnhof. Der Boy kickt die härtesten Freestyles in seiner, weiß ich nicht, Kirchenbox da. Altarenbox, wie heißt das Scheißding? Der hat halt leider nur zwei Stufen. Drei
30 Tage Japan und ich bin erst jetzt auf die geniale Idee gekommen, so ein plain Reisbällchen einfach mit in so einer 5-Minuten-Terrine reinzuschmeißen. Ach, richtig gute Mahlzeit, Alter. Es wird erstmal richtig schön aussortiert, umsortiert und ordentlich gepackt. Wir haben halt jetzt die eine oder andere Sache mehr als vorher. Ich kann nicht mehr reden. Deswegen muss hier nochmal ein bisschen was verändert werden. Das ist übrigens ein Giant Teddy Token. Den braucht man für das Spiel. Ja, und so schwer es mir fällt, aber ich werde auch Dinge aussortieren müssen, mit denen ich jetzt eine besondere Bindung aufgebaut habe. Nämlich das Ding, was übelst ranzig ist und der Regenponcho, der geklebt ist. Das macht keinen Sinn, wieder mit nach Deutschland zu nehmen, aber das, da ist emotionaler Ballast jetzt dran. Ich sag's, wie es ist. Hat mir sehr treue Dienste erwiesen. Ich muss sagen, es tut mir echt ein bisschen weh, den Verschleiß vom Rucksack zu sehen. Hier der kostbare Amboss. Aber an sich würde ich sagen, der kann noch ein paar Trips machen. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich kann mich nicht von dem Ding trennen, das ist einfach zu gut. Außerdem haben wir jetzt hier noch so eine zweite Tasche, die ich von meinem Vater bekommen habe für einen Notfall, die halt sich super klein falten lässt. Und wir machen jetzt hier zwei Taschen und dann muss ich das ja mitnehmen. Für etwaige zukünftige Projekte. Trotzdem entsorge ich den Regenponcho. Das tut echt weh. Danke für alles. Das ist, glaube ich, alles im falschen Müll, aber... Ich kann es auch wieder rauszwischen. Da ist unser Flug. Und der geht nicht einfach straight nach Deutschland. Nein, der geht schön über Beijing. Weil das in den Kommentaren ein paar machen, hier werden Converse auch gehatet. Marlene muss ihre ausziehen und diese Schlappen hier anziehen für einen Security-Check. Ja, es sind keine Converse. Glaubt mir, Leute, das wird in China ganz, ganz anders aussehen. Oh. Schreibe ich nicht so an. Da muss ich jetzt mal Marlins Lieblingssatz zitieren. Sorry, aber wer am Flughafen shoppen geht, der ist gigalost, meiner Meinung nach. Tut mir leid. Also gut, wenn man hiermit bezahlt fahren kann, das würde ich schon eher machen. Waffe. Alle 2 Meter eine Kamera. Alle 50 Zentimeter eine Kamera. Ich sag lieber nichts hier rein. Ich habe ja in Japan oft gesagt, dass ich es geil finde, dass da Rauchen so geahndet wird, aber die Complaint-Hotline anrufe und dann Nummer 1, 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht. Aber das ist doch schon mal ganz schön hier. Aber ich glaube für die First Class Leute, so wie ich das verstanden habe. Sticht für euch hier irgendwas raus? Sieht hier irgendwas komisch aus? Irgendwas? Und jetzt beginnen 8 Stunden Wartezeit, die für euch ganz schnell vergehen werden. Ha. Ich habe zum Glück dieses geile Zeug hier, was wie Nippon schmeckt. Da sind ganz viele drin und ich werde jedes einzeln essen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch auf dem ganzen Trip mal eine Pissrinne gezeigt habe, aber ja, das ist eine Pissrinne. Und nein, das ist nicht nur eine Pissrinne, das ist auch eine Kackrinne. Richtig schön drüber squatten. Hier am Flughafen gibt es auf jeden Fall eine. Jetzt habt ihr mal eine gesehen. Und ja, ich habe ein bisschen geschlafen und die Zeit ist fast rum. Ey, ich schwöre, wenn ich den ersten Lederhosen-Oktoberfest-Dulli sehe, ich drehe direkt wieder um. Wirklich ganz, ganz, ganz toll, die kalte deutsche Luft zu spüren. Das schmeckt. Oh, toll. Bayern. Das Schlimmste ist, dass ich jetzt von Marlene erstmal Abschied nehmen muss. Und das Allerschlimmste ist, dass ich jetzt allein in Bayern sein muss. Für einen kurzen Moment. Tschüss, Marlene. Es war ganz toll. Auf Wiedersehen. Ja. Ja, ja. Nein, geh nicht. Sie kann es verstecken, aber sie ist auch noch krank geworden.
Und deswegen gute Besserung. Ja, doch, diese versifften Züge, das kann nicht mehr Japan sein. Es muss der Münchner Hauptbahnhof sein. Ja, Tauben, die Kotze aufpicken, das kann nur fucking München sein. Ich könnte eigentlich noch so eine schöne Kotze-Dia-Show machen oder so. Stattdessen gönne ich mir feierlich meine letzte japanische Mahlzeit, einen schönen Reiskuchen. Übrigens sehr gut, dass ich dieses Ding mitgenommen habe. Es ist nämlich fucking kalt hier. Ja, ich habe mir meinen Schlafsack jetzt nochmal um die Beine gemacht, weil es doch ein bisschen frisch war. Und dann kam hier der Kollege an und meinte, ey, hast du hier heute Nacht geschlafen? Und dann habe ich nein gesagt. Aber er meinte, naja, du siehst halt so aus, ich hätte dir sonst Geld gegeben. Richtig guter Abschluss. Danke, Mann. Ja, wo geht's als nächstes hin?